wir zu müde sind oder lustlos sind oder wundregiert werden, im Gegenteil. Wir haben die neue Lust an Verantwortung wieder entdeckt. Und deswegen volle Unterstützung von der CSU, nicht nur für das Programm, sondern Armin Laschet auch ganz persönlich für dich. Wir werden es gemeinsam rocken. Unser klares Ziel ist, auch wenn es zwei Parteien sind, die gemeinsame politische Familie darzustellen. Wissen Sie, Union ist dann immer am stärksten, wenn es besonders ernst wird. Wenn es leicht ist, kann es jeder. Wenn es ernst wird, sind wir stark. Und ich glaube, auf uns kommen noch manche ernsten Zeiten zu. Corona ist noch nicht vorbei, die Welt ändert sich rasant, die Herausforderungen größer, als wir denken, und alte Gewissheiten ändern sich und es gibt neue Herausforderungen. Darauf zu reagieren, wird eine spannende Zeit, und wir wollen sie gestalten, nach einer überragenden Regierungszeit von Angela Merkel, einen Neuanfang zu machen und trotzdem das Erreichte fortsetzen und bewahren. Insofern großer Anspruch, gutes Programm und wilde Entschlossenheit. Herzlichen Dank. Wir unterschreiben jetzt den Vertrag. Eins, zwei, drei. Ah. Schön. Gut. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Wenn es recht ist, dann fängt zu Frau Dunst vom RND an, bitte. Herr Laschet, die Frage der Finanzierung ist ja noch nicht geklärt. Sie verweisen darauf, dass es Wirtschaftswachstum richten soll und dass die Erfahrung nach der Finanzkrise entsprechend war. Nun ist die Corona-Krise ja eine ganz andere. Damals lag ja nicht die ganze Welt am Boden. Also was hätten Sie da noch außer dieser Idee des Wirtschaftswachstums auf der Pfanne sozusagen? Und Herr Söder, sollte das EM-Stadion München am Mittwoch in Regenbogenfarben getaucht werden und vielleicht die Halbfinals und das Finale wegen der Delta-Variante verlegt werden von London, eventuell auch nach München? Also zu der ersten Frage. Also die Welt war auch schon mit Milliardenlasten in der Weltfinanzkrise belastet. Und die Kernfrage ist, das ist eine grundsätzliche Frage, glaubt man, dass man durch Steuererhöhungen mehr Geld einnimmt, oder trägt einen die Erfahrung, die wir vor der Pandemie erlebt haben, dass wir über Jahre keine Steuererhöhung hatten und trotzdem der Staat immer mehr Geld eingenommen hat? Weil wirtschaftliches Wachstum da war, weil viele Menschen in Beschäftigung waren, viele eingezahlt haben und damit die Steuerkassen, die Pflegekassen, die Rentenkassen, die Krankenversicherungskassen gut gefüllt waren. So, das ist eine Grundsatzfrage. Und wir haben die Erfahrung gemacht in vielen Jahren der Bundesrepublik und in den Jahren vor 2020, vor der Pandemie, dass dieser Weg der richtige ist. Wir haben jetzt Liquidität in die Unternehmen gegeben während der Pandemie, und es wäre völlig verrückt, das jetzt wieder herauszuziehen in einem Moment, wo wir Investitionen im Mittelstand, in den Familienunternehmen erwarten. Und deshalb sind wir sicher, dieser Weg, Bürokratieaufbau, wirtschaftliche Fesseln wegzunehmen, eine neue Wirtschaftswachstumsmöglichkeit zu schaffen, wird am Ende zu mehr Steuereinnahmen und zum Finanzieren der Aufgaben führen, die wir uns hier in diesem Programm vorgenommen haben. Das ist kein Programm von großen Steuersenkungen. Auch das sagen wir potenziellen Mitbewerbern, dass das im Moment nicht realistisch ist. Aber es ist ein Programm, das seriös durchgerechnet ist und realistisch umgesetzt werden kann. Ich fände es ein sehr gutes Signal, wenn die Regenbogenfarben strahlen würden. Ein Signal, das für die Freiheit unserer Gesellschaft steht. Also deswegen würde ich das sehr unterstützen. Das ist das Erste. Das Zweite, wegen einer möglichen Verlegung. Ich würde sagen, es wäre klug, wenn die UEFA einen Plan B in der Tasche hat. Und zu überlegen, wenn es dann schlechter und schwieriger werden sollte, dass man auch die Möglichkeit hat. München ist für alles bereit, also auch da. Und hinzu kommt, dass mir aber wichtig wäre, dass jetzt mal als erster Plan, also der Plan A muss sein, dass die Hygienemaßnahmen überall eingehalten werden und dass das dann auch funktioniert. Da müssen auch wir nochmal schauen. Es ist nicht so einfach, das allen mit der Maske zu erklären.
Da werben wir noch sehr dafür. Es war schon beim letzten Mal etwas besser, ist aber noch nicht ganz rund. Trotzdem, wie gesagt, ich würde sagen, einen Plan A in der Tasche haben, der heißt, es muss bessere Hygienemaßnahmen geben und einen möglichen Plan B. Und wie gesagt, wir würden uns jederzeit freuen, noch ein Spiel zu nehmen. Dann die nächste Frage von Herrn Rinke von Reuters, bitte. Herr Laschet, es gibt den einen Vorwurf der Finanzierbarkeit, die nicht durchgerechnet ist, die hat Frau Dunz eben erwähnt. Es gibt einen zweiten Vorwurf, nämlich der mangelnden Festlegung in dem Programm. Es fehlt ein CO2-Preis, den sich viele erwartet haben. Selbst bei der Generationenrente steht nicht genau drin, wie viel der Staat denn eigentlich sparen soll. Ist das nicht, gehen Sie nicht das Risiko einer Beliebigkeit ein, das Ihnen vorgeworfen wird, oder wollen Sie sich die Option für spätere Koalitionsverhandlungen mit verschiedenen Partnern offen halten? Ein Wahlprogramm beschreibt doch die Richtung, wo es hingehen soll. Und zur Finanzierbarkeit, Sie sagen, es gibt den Vorwurf, den gibt es vom politischen Wettbewerber, den Vorwurf. Aber wie die 500 Milliarden der Grünen finanziert werden, habe ich auch noch nirgendwo gelesen. Also man kann nicht selbst Luftballons in die Luft steigen lassen und den anderen das dann vorwerfen. Unsere ordnungspolitische Grundüberzeugung findet sich in diesem Programm wieder. Und die war in den guten Jahren der Bundesrepublik immer erfolgreich. Nicht bevormunden, nicht Verbote, nicht viele neue Gesetze, sondern Freiraum geben, damit sich Kreativität und unternehmerische Neugründungen entfalten können. So, das sind zwei Gegensätze. Und wir stehen für diesen Weg der Mitte, der die Union immer ausgezeichnet hat. Und der CO2-Preis, ja, das ist im Moment aktuelle Politik. Wir blicken ja in die Zukunft, in die 20er Jahre hinein mit diesem Konzept. Wir haben einen europäischen Emissionshandel, den wir auf weitere Felder ausweiten wollen. Und daran wird sich dann auch ein CO2-Preis bemessen. Und wenn es ein Emissionshandel ist, sagt das schon, dass nicht die Politik am Ende den Preis auf den Cent genau festlegt, sondern dass es eben ein marktwirtschaftlicher Mechanismus ist, der sozialverträglich auch auf andere Bereiche ausgedehnt werden muss. So und so ist das Programm formuliert. Dann haben wir eine Frage von außerhalb, von Daniel Deleuze vom Handelsblatt, zum einen an Herrn Laschet und Herrn Söder. Herr Laschet, auf welche Summe belaufen sich Ihre Versprechen? Ist die Summe abgeglichen mit der Haushaltslage angesichts der Milliarden, die in der Corona-Krise ausgegeben wurden? Und an Herrn Söder, warum wollen Sie nicht vor der Bundestagswahl einen Kassensturz machen und den Menschen sagen, wie es um die Haushaltslage bestellt ist und was sich das Land noch leisten kann? Also das, was wir vorschlagen, das sind manche Dinge, die sind beschrieben als mittelfristige Ziele. Das sind manche Dinge, die wir sofort machen werden. Das ist durchgerechnet und mit dem, was wir mit den Experten, die von Haushalt etwas verstehen, errechnet haben, möglich ist. Ich habe jetzt in den letzten anderthalb Jahren Olaf Scholz sehr genau verfolgt und habe eigentlich immer sehr hohe Meinung gehabt. Nur in dem letzten halben, dreiviertel Jahr ist uns gemeinsam das Gefühl gekommen, wenn es um Finanzierungszusagen gegangen ist, jederzeit ist alles drin, hier ein bisschen umschichten, da ein bisschen zurückziehen. Das ist nicht mehr so aus unserer Sicht verlässlich und planbar. Das geht also nur zu machen nach der Bundestagswahl, wenn die Verantwortungen neu definiert werden. Nachdem die SPD ja auch sagt, sie will unter gar keinen Umständen, jedenfalls bislang mit der Union, ist ja auch relativ einfach, dann wird sie da nicht dabei sein. Außer sie besinnt sich das noch an den anderen, vielleicht will sie ja doch noch am Ende regieren. In einer Deutschland-Koalition könnte ja alles noch sein. Aber aus unserer Sicht jedenfalls muss man das dann alles offenlegen, und zwar auch die langfristigen Wirkungen, nicht die kurzfristige Planung des Haushaltsjahres, ein, zwei Jahre. Schauen Sie die Dinge beispielsweise bei der Generationenrente. Wir haben es jetzt deswegen, Herr Rinke, noch nicht reingeschrieben, weil da muss man halt überlegen, ab wann, also wie lange es geht, welche Summe man nimmt. Das, glaube ich, macht auch einen Sinn, dass es die zuständigen Ministerien dann hochrechnen nochmal, um den Gesamtbetrag, die Entlastungswirkung zu sehen. Also ich finde, nach der Wahl sind die Prioritäten gut gesetzt. Das ist jetzt unser Angebot, das ist ein Kompass, ehrlich gesagt. Es kann übrigens auch sein, dass manches von den Dingen, die jetzt gerade SPD lieb geworden sind oder auch damals ihre Vorstellung waren, in einer neuen Koalition anders gewichtet wird. Auch das ist denkbar, müssen wir mal dann gemeinsam entscheiden. Die nächste Frage bitte von Herrn Schuler von der Bild-Zeitung. Herr Laschet, der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat bei uns gesagt, er tanke nicht selbst und wisse deshalb nicht, was ein Liter Benzin oder Diesel kostet. Wissen Sie es und was halten Sie davon, es nicht zu wissen? Also ich glaube, er hat ja auch gesagt, er fährt nicht mehr selbst. Ich fahre noch selbst.
Und ich verfolge das immer. Ich schätze mal, ich kann Ihnen jetzt nicht den Tagescent, der schwankt ja auch an vielen Tankstellen. Ist übrigens ein Phänomen, dass wir es neuerdings sehen, dass manchmal an einem Tag 10 bis 15 Cent Differenz in einer einzigen Stadt sind. Ich denke, der Dieselpreis liegt im Moment so bei 1,30, 1,33 und der für Superbenzin entsprechend höher. Also der liegt bei 1,55 bei Benzin und 1,25 bei Diesel ungefähr. Hast du vorher nachgeguckt? Nein, aber ich habe das jetzt, weil ich die Sendung auch gesehen habe, ich selber fahre beispielsweise praktisch gar kein Auto mehr selbst. Aber was ich finde bei dem Thema Benzin, finde ich, und das ist das, was uns, glaube ich, gemeinsam umtreibt. Einige, finde ich, argumentieren in Deutschland immer sehr abgehoben. Das, ich schätze auch, Grüne haben unglaublich viele spannende Ideen. Ich schätze auch die Personen persönlich zum Teil, muss ich sagen, weil da echt immer auch Schwung und das Interesse an neuen Ideen kommt. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, das ist so ein bisschen abgehoben, in so einer Blase diskutiert, nach dem Motto, wir können es uns leisten, also müssen es sich alle leisten können. Und deswegen hat auch Armin Laschet mal gesagt, dass zum Beispiel Ausgleichsinstrumente, auch wie Pendlerpauschale, ganz wichtig sind, weil Deutschland lebt nicht nur von den Zentren, lebt auch von dem ländlichen Raum. Deswegen glaube ich, ist einfach wichtig, dass wir ein Angebot machen für alle. Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen Volks- und Klientelpartei. Und den Charakter Volkspartei, den manche immer niederschreiben, oder vielleicht Sie natürlich alle nicht, aber den manche immer ganz so als abgelöst betrachten, den wollen wir auch wieder beleben. Wir denken an alle. Nicht nur an die Elite, sondern auch an diejenigen, die täglich darauf angewiesen sind. Das finde ich einfach gut und deswegen glaube ich es gut. Ich hätte es übrigens auch nicht gewusst, mir hat gerade jemand eine SMS dazu geschrieben. Deswegen. Ja, ich glaube, ich hätte es schon gewusst, weil ich das aus Interesse verfolge, wenn ich so durch die Stadt fahre, wie groß die Schwankungen. Früher war der Benzinpreis 1-2 Cent und wenn die Nachbartankstelle runterging, ging der Nachbar auch runter. Heute haben Sie im Laufe eines Tages auf solche Schwankungen, dass ich das irgendwie spannend finde, das zu verfolgen. Außerdem fahre ich auch noch, so weit es möglich ist, ab und an gerne. Ich fürchte, das könnte irgendwann enden, dass man das nicht mehr darf. Im Moment nutze ich es noch. Fahren wir dem Rat. Dann bitte Frau Holstein als Nächste. Herr Söder, Sie haben jetzt viel die Gemeinsamkeit betont, die in diesem Prozess zustande kam, die neue Gemeinsamkeit, und dass ja pari pari ins Programm eingeflossen ist. Wird es trotzdem einen Bayernplan oder wie immer Sie dieses Schnellboot nennen wollen, noch geben oder gibt es Überlegungen, davon wieder Abstand zu nehmen? Nee, den wird es geben, aber der wird nicht kontralaufen sozusagen zu dem Regierungsprogramm. Es sind an einigen Stellen Vertiefungen, Ergänzungen und auch Fragen, die jetzt Bayern ganz besonders betreffen. Und auch nur ein, zwei Sachen, die einfach noch ein bisschen gerade für die bayerische Situation angemessen sind. Wir sind ja, wie gesagt, zwei Parteien. Aber wir machen jetzt nichts sozusagen, was wir kontra machen. Das wird ganz sicherlich nicht sein. Sie sehen auch, ich hoffe es jedenfalls an dieser Pressekonferenz. Ich habe damals diese Pressekonferenz 2017 miterlebt. Und ich fand damals war die Gesamtwirkung der Union, wie soll ich sagen, angestrengt. Unser Ziel ist jetzt tatsächlich, das aus einem Guss zu machen. Wir werden auch etliche gemeinsame Termine haben in diesem Wahlkampf. Wir stimmen uns ab. Armin Laschet wird bei uns ausführlichst plakatiert, wenn ich das so sagen darf. Und es ist wirklich klar ist immer der Versuch, aber ich glaube, der erfolgreiche Versuch, auch nach diesen schwierigen Wochen, auch nochmal allen zu zeigen, dass zwischen uns nichts geblieben ist, im Gegenteil. Am Ende ist es so, bei allen Teams, die vorgestellt werden, es kommt am Ende immer auf die beiden Parteivorsitzenden an. Das war historisch so. Und ich glaube, wenn ich jetzt die gesamte Geschichte so sehe, Kohl-Strauß war, haben auch immer gesagt, sie sind Freunde, Edmund Stoiber war auch engagiert mit dem jeweiligen CDU oder der CDU-Vorsitzenden. Das letzte Mal war die Stimmung, wie gesagt, ein bisschen angestrengt. Und wenn ich das so vergleiche mit den historischen Bereichen, würde ich echt sagen, sind wir echt gut drauf. Also, und kriegen das auch wirklich gut hin, das muss man sagen. Das ist ohne Groll und es ist eine ehrlich gute Zusammenarbeit. Die war übrigens schon vorher da und diese 10 Tage haben es nicht kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob du es auch bestätigen kannst. Ich sehe das auch so. Gut. Also es ist tatsächlich so, wir wollen das gemeinsam machen und deswegen werden auch den Bayernplan vorher nochmal auch mit den Freunden nochmal besprechen, um sie nicht vorzuwarnen, sondern ein bisschen auch zu zeigen, was uns besonders wichtig war. Und deswegen war auch die Mütterrente, das ist einfach ein Uranliegen der CSU. Wir haben das Thema mit eingebracht in den letzten Jahren und darum wollen wir das einfach weiterverfolgen.
Dann haben wir eine Frage von Frau Amorde von der Tageszeitung an Herrn Laschet. Werden Sie noch ein Kompetenzteam vorstellen? Wenn ja, wann ist damit zu rechnen? Und wenn nein, werden einzelne Personen noch stärker hervorgehoben? Lassen Sie sich überraschen. Es wird noch in den nächsten 98 Tagen schöne, anreichernde Ideen kommen. Und man wird auch noch andere Persönlichkeiten sehen, als die, die wir alle schon kennen. Dann die nächste Frage von Herrn Herrmann von der Süddeutschen Zeitung. Ja, Sie haben ja beide betont, dass dieses Programm, das Sie heute vorgestellt haben, Ergebnis eines längeren Prozesses ist. Was ist denn jetzt gestern und heute da in den Gremien noch besprochen worden? Wurde da noch jenseits der Mitarbeiter diskutiert, gestritten, am Text gearbeitet, gestrichen und dazu geschrieben? Oder war das was, was man im Wesentlichen nur noch absegnen musste in den Gremien? Und vielleicht eine Zusatzfrage an Sie, Herr Laschet. In dem Einspielfilm am Anfang standen Sie in einem relativ gelben Fußballstadion. Das war in Aachen, nehme ich an, oder? Ja, das ist halt schwarz-gelb. Das kann ich nicht ändern. Es wird nicht rot-weiß oder irgendwie, sondern es war schwarz-gelb. Zu dem anderen Teil der Frage. Ich habe viele dieser gemeinsamen Präsidiumssitzungen erlebt, dass wir so intensiv nochmal auch in die Textarbeit eingestiegen sind wie heute, nochmal gute Anregungen kamen, die eingebaut wurden, haben wir in den letzten Jahren eigentlich nicht erlebt. Und man muss den Prozess vielleicht nochmal erklären. Es gibt in der CSU christlich-soziale, konservative und liberale, wie in der CDU auch. Und wenn Sie an irgendeiner Stellschraube etwas schreiben, zu Pflege, zu Rente, zu Lohnnebenkosten oder was auch immer, gibt es immer Interessen des Mittelstands und der CDA. Und die zusammenzuführen, erfordert sehr, sehr viele Gespräche. Das kann man nicht per Änderungsantrag und per Mehrheit abstimmen. Dass am Ende Carsten Linnemann und Karl-Josef Laumann beide Ja sagen, das hat CDU immer ausgezeichnet. Seniorenunion und Junge Union, Frauenunion, haben alle ihre Punkte. Und deshalb war der Prozess der letzten Wochen sehr intensiv mit vielen persönlichen Gesprächen der Generalsekretäre mit den Akteuren, von uns beiden, dann wieder wir zusammen. Und deshalb war heute die Grundlinie klar, die wurde von allen getragen. Der Bundesvorstand war sogar digital zugeschaltet, in Bayern und bei uns auch, aus ganz Deutschland. Und am Ende ist es dann einstimmig verabschiedet worden. Gut. Ist in der Tat so, es waren noch einige Bemerkungen, die da waren, aber im Endeffekt, es war ja vorher der Beteiligungsprozess so angelegt, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen. Und die Grundschwierigkeit besteht ja einfach darin, wenn sich die beiden Parteien auf was geeinigt haben, auch die Führungen, ist dann immer sehr schwer, nochmal neu aufzurollen. Ich habe trotzdem noch viele kluge Ideen, die wir eingearbeitet haben. Also es war heute und gestern sehr harmonisch, gab also kein Dissens. Dann kommen wir zur letzten Frage von Herrn Blank von dpa. Herr Laschet, Herr Söder, wie wollen Sie verhindern, dass am Ende Christian Lindner von der FDP doch noch Zünglein an der Waage sein wird und den Grünen eine Ampel ermöglicht? Wie werden Sie das verhindern? Danke. Ja, wie werden Sie das verhindern? Erstmal, indem die CDU so stark ist, dass er gar nicht in diese Versuchen kommen könnte, eine grüne Kanzlerin zur Kanzlerin zu machen. Und ich weiß auch nicht, ob die FDP sich am Ende so wohlfühlt in einer rot-grünen Koalition als drittes Rad. Aber verhindern, wenn Sie mich das fragen, geht nur, indem CDU und CSU so stark sind, dass eine solche Konstellation nicht möglich ist. Die FDP lebt ja sehr stark von der Idee, eine Wirtschaftspartei zu sein. Das ist ja so die Grundidee. Also was Wirtschaftskompetenz betrifft, Steuerpolitik, Lohnnebenkosten, viele der Dinge, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Technologieoffensive, ist alles bei uns da. Man muss sozusagen nicht ausweichen, wenn man bürgerliche Politik will. Am besten ist erstmal beide Stimmen für die Union und dann kann man weitersehen, weil es ist tatsächlich, wie Sie sagen, was uns auf keinen Fall passieren soll, deswegen wollen wir auch so stark wie möglich werden, dass am Wahlabend durch ein paar Stimmen hin oder her, die einen kommen rein, die anderen kommen nicht rein, plötzlich eine Konstellation ist, wie wir sie damals mal bei David McAllister und Herrn Weil erlebt haben. Später am Abend gibt es irgendeine knappe Mehrheit dafür oder dagegen, sondern es soll schon ein souveräner Aufschlag werden. Und zur Souveränität gehört Stimmenmaximierung. Deswegen heute auch das Programm, deswegen übrigens auch die Geschlossenheit. Wir wollen da keinen Zweifel daran lassen, dass der eine oder andere sagt, er wählt vielleicht FDP, weil er jetzt sagt, er war mehr für diesen oder für jenen, sondern ganz klar eben auch meine Empfehlung, wir unterstützen Armin Laschet als Kanzler.
Dann vielen Dank und bis bald. So. Jetzt machen wir doch gemeinsam das Foto, komm.